Wir sind keine Unterlasser, wir sind Unternehmer und wir denken immer auch langfristig. Und langfristig geht für uns immer auch über die klassischen 3 oder 5 Jahre hinaus. Klaus und Susanne Lange betreiben gemeinsam das Kaffeehaus in Hamburg-Rahlstedt. Ihre Kunden bekommen hier Brot und Torten und frisch gerösteten Kaffee. Doch die Langes achten auf mehr als nur auf die Qualität ihrer Ware. Also wie ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich mir auf die Fahnen geschrieben, nie mit Menschen schlecht umzugehen und nie Energie zu verschwenden. Und so halten es die Langes bis heute. Sie bilden aus, sie beziehen ihre Mitarbeiter ein und sie sparen Energie. Das beginnt schon bei Kleinigkeiten. Das ist zum Beispiel unser Gaskocher, der natürlich auch mehrmals am Tag benutzt wird. Es war früher gang und gäbe, dass man an den Flamme einfach angelassen hat. Es wurde auch Licht immer brennen gelassen und heute ist es halt so, dass die Lehrlinge ganz bewusst es auch selber ausmachen. Doch nicht jeder große Energieverbraucher ließ sich so einfach in den Griff kriegen. Vieles brauchte kreative Ideen und den Mut, sie umzusetzen. Früher standen hier im Maschinenkeller 9 Kältekompressoren, wahre Energieschleudern. Früher hatten wir sogar eine Klimaanlage, die diesen Raum abgekühlt hat, weil die Aggregate die Wärme gar nicht verkraften konnten zum Arbeiten. Heute haben wir einen Wärmetauscher, der die Wärme in das Wasser abgibt. Und hier kommt dann das heiße Wasser von den Kälteanlagen an, geht in den Pufferspeicher und steht bereit als Vorlauf für die Spülmaschinen und als Hand- und Spülwasser für die Backstube. Über 40.000 Euro haben die Langes bereits investiert. Doch diese Ausgaben werden sich nach ihren Berechnungen schon bald amortisieren. Und es geht noch weiter. Hier sehen wir unser Blockheizkraftwerk. Haben wir 2006 mit angefangen. Produziert über die Hälfte unseres Eigenstromverbrauchs. Hier haben wir unseren Solartube. Das ist ein Tageslichtsystem, das Tageslicht von außen nach innen hereinholt durch eine verspiegelte Röhre und es erspart uns eine Raumbeleuchtung. Und draußen auf dem Dach gibt es nicht nur Solarzellen. Die hat schließlich fast jeder und von unten sieht man sie kaum. Daher steht hier auch ein kleines Windrad. Denn die Langes wollen durchaus auch auffallen, andere zum Nachdenken anregen, auch wenn nicht jeder sofort anspringt. Darauf zu warten, dass andere einem nun bejubeln, habe ich sowieso keine Lust und keinen Spaß dran. Viele finden es gut und fühlen sich angesprochen, viele fragen danach. Inzwischen gibt es Dutzende kleinere und größere Projekte. Und der Chef ist durchgehend weiter auf der Suche nach Stromsparmöglichkeiten. Für die Langes ist das jedoch nicht nur aus Gründen des Umweltschutzes interessant. Ich denke einfach, dass ein 1% eingesparte Energiekosten 1% Gewinn sind.